Ich bin Captain Marcus Chaplin von der USS Colorado. Vor kurzem wurde meinem U-Boot befohlen, 4 nukleare Interkontinentalraketen auf Pakistan abzufeuern. Dieser Befehl kam über ein sekundäres, weniger sicheres Netz. Da Millionen Leben auf dem Spiel standen, erbat ich eine Bestätigung des Befehls über den normalen und üblichen Kanal. Als Reaktion feuerte ein amerikanisches Kampf-U-Boot, die USS Illinois, auf uns und überließ meine Crew dem Tod auf dem Grund des Indischen Ozeans. Sie kleines Miststück, Grace. Es heißt Sie kleines Miststück, Lieutenant. Von unserem U-Boot aus haben wir mit angesehen, wie das Vertrauen zwischen der Regierung und ihrem Volk beschädigt wurde. Und als dieses Boot in Frage stellte, warum eine Nation ohne direkte Möglichkeit, unserem Land Schaden zuzufügen, zerstört werden sollte, versuchten Elemente jener Regierung, die 150 freiwilligen Seeleute meines Bootes zu töten. Sir, die Informationen sind falsch. Wir haben die Falschen umgebracht. Und dann führten dieselben Elemente ihren Kurs fort. Ein erster Schlag. Es ist offen. Grundlos. Wir alle waren Zeuge. Wir haben die NATO-Frühwarnstation auf der Insel St. Marina besetzt. Von hier aus können wir alle militärischen Bewegungen weltweit überwachen. Wir haben die Kontrolle. Hiermit erkläre ich alles im Umkreis von 200 Meilen zum Niemandsland. Mit sofortiger Wirkung. In meinem und im Namen der Männer und Frauen der USS Colorado. Haben Sie das gesehen? Wir lieben unser Land. Das war meine Schuld. Ich habe das herbeigeführt. Wir sind gern bereit, für das zu sterben, wofür es steht. Das war ich. Das war ich. Das war ich. Was habe ich getan? Aber eine Regierung, die versucht, ihre eigenen Leute zu ermorden, erkennen wir nicht an und der werden wir nicht gehorchen. Wenn die derzeitige Regierung der Vereinigten Staaten oder irgendeine andere Nation diesen Bereich verletzt, wir haben noch 17 weitere Atomraketen an Bord und wir werden nicht zögern, ein Höllenfeuer gegen sie zu entfesseln. Das verspreche ich Ihnen. Testen Sie uns. Und wir werden alle verbrennen. Zusammen. Sie wurden gewarnt.